Hallo Leute, in dem Video zeige ich euch, wie ich den Rock repariert habe. Ignoriert bitte die viel zu dunklen Strümpfe. Im ersten Schritt habe ich mir überlegt, ob ich waagrechten Schnitt mache oder einen leichten V-Schnitt. Das überträgt ihr dann einfach auf die andere Seitennaht. Ihr könnt einfach dran halten und den Punkt markieren und einfach zu dem Mittelpunkt wieder abschneiden. Im rechten Winkel wären es dann 5 cm hoch. Die überträgt ihr dann auf den unteren Teil vom Rock und schneidet den dann dementsprechend dann ein. Das überträgt ihr natürlich auch auf die andere Seite, einfach vom Saum aus nach oben abmessen und abschneiden. Bei mir ist der hintere Mitte ein bisschen aufgegangen, ich habe es einfach nochmal drüber genäht. Dann habe ich die offenen Kanten versäubert, damit es nicht ausfällt. Legt die hintere Mitte aufeinander und steppt die beiden Röcke oder Teile eben aneinander mit einem ganz normalen geraden Stich. Könnt so lassen, aber ich habe noch die Nahtzugabe auseinandergelegt und einmal drüber gesteppt auf beiden Seiten. Beim Futter habe ich einfach gerade abgeschnitten, habe ich den V nicht übertragen. Beim Rock, da habe ich das per Hand abgeschnitten, weil es am einfachsten gewesen ist. Achtet darauf auf die rechte und linke Seite, damit es dann am Schluss richtig ist. Und das Futter habe ich ja mit der Overlock einfach versäubert. Dankeschön fürs Zusehen, vergesst nicht einen Daumen hoch da zu lassen und mich zu abonnieren. Ciao, ciao!